Ja, hi Essener, Ruris und Rest von der Welt. Ja, ich bin auf einem kleinen Spaziergang unterwegs durch den Essener Stadtwald und ich möchte mir den Schillerbrunnen aufsuchen sowie den Zweigertstein. Und Hände hoch, wer die schon kennt. Gibt es doch gar nicht, ey. Grüne Hölle, Essen-Stadtwald. Fast dran vorbeigelaufen. Da ist der nächste Stein. Also, da so. Irgendwie. Da hinten. Da mal hin. So, herrlich. Da geht's weiter. Zack. Dem einen oder anderen ist das ja hier sicherlich bekannt. Vom Hundespaziergang oder. Ja, von den Reiterwegen. Aber man muss sagen, das ist ein weit verzweigtes Waldgebiet, wo man wirklich herrlich spazieren gehen kann. Und momentan ist das auch so mit, ja, 20 und ein paar zerquetschte Grad sehr, sehr angenehm. Wirklich. Ganz ruhig, schön, sattgrün. Ah, toll. Ja, ich weiß, das kann echt nicht stimmen, aber es sieht wirklich so aus und es erinnert mich ein kleines bisschen daran, dass hier gleich vielleicht auch die Ruhr entspringen könnte. Ist natürlich Blödsinn, aber ja, ich sag mal, wird auch hier hinpassen. Wisst ihr, was ich echt schräg finde? Total verrückt, ne, heute im Zeitalter von Handy-Navigation und alles, ne? Hier, der Stein hier, ne? Da war ich doch gerade schon mal. Bin ich einmal im Kreis gelaufen. Wisst ihr, was echt geil ist? Da, ne? 50 Meter weiter rüber steht das schon. Peinlich. So, jetzt aufgepasst. Achtung, Lehrvideo, Telekolleg, jetzt Essen, Stadtgeschichte. Schillerbrunnen, ich lese mal vor hier. Zum Gedenken an den 100. Todestag Friedrich Schillers wurde 1908 auf Anregung des Essener Stadtverordneten Justizrat Dr. Heiner Niemeyer in dem neu erworbenen Stadtwald der Schillerhain mit diesem Schillerbrunnen geschaffen. Den Brunnen, ein Werk des Münchner Bildhauers Fritz Behn, 1878 bis 1970, schenkte der Essener Theaterdirektor Hans Gelling der Stadt. 1907 wurden eine Gesichtsmaske aus Bronze sowie zwei Bronzereliefplatten, Tell-Szene und Glockengruppe ebenfalls von Behn eingefügt, später aber durch Betonabgüsse ersetzt. Im Laufe der Jahre änderte sich das Umfeld, der einst auf Straßenniveau erbaute Brunnen befand sich eines Tages lang abwärts im Wald und geriet nahezu in Vergessenheit. Zum 200. Todestag Schillers wurde der Brunnen saniert. Ermöglicht wurde dies durch Spenden der durch Spenden saniert. Ja, und wir bedanken uns, also die Bürgerschaft Rellinghausen Stadtwald. Das war im Mai 2005. So, okay, passt, jetzt wisst ihr Bescheid. Jo, Freunde, das ist er nun, der Schillerbrunnen. Also, ich finde das hier richtig schön, ne? Im Stadtwald spazieren zu gehen, auf den verschlungenen Wegen. Ja, viele Spaziergänger kommen mir hier mit Hund entlang. Reitwege und so ein kleiner, schnuckeliger Brunnen. Dreimal dran vorbeigelaufen, aber cool. So, liebe Freunde, das ist jetzt hier der Stadtwaldtunnel. Steht auch noch dran, ne, für meine Navigationskünste. War ich tatsächlich auch noch nicht hier. So, jetzt habt ihr's. Wir wandeln immer auf den richtigen Faden, ne? Pilgerweg. Jo, und so nebenbei
sind wir mal eben auf der deutschen Fußballroute NRW gelandet. Am Standort Stadion Uhlenkrug. Und das, was ich lese, das beeindruckt mich. Und zwar hat unter anderem hier der Herr Bierhoff sowie der Herr Lehmann, ja, Albert Bollmann, Nationalspieler 1914, und Uwe Reinders quasi die Stollen hier in den Rasen getreten. Faszinierend. Tatsächlich befinde ich mich hier auf einem wirklich sehr interessanten Rundweg. Passend zum Schillerbrunnen natürlich auch die Schillerwiese. War tatsächlich mal ein Ort der Hexenprozesse, wer hätte das gedacht? So, die Haltestelle Zweigertstein habe ich ja schon mal entdeckt, ne? Aber wo ist der dazugehörige Stein? Hier muss irgendwo ein Gedenkstein sein. Der Zweigertstein. Ich bin mal gespannt, ob ich ihn entdecke mit meiner Wahnsinnsorientierung heute. 30 Sekunden später, wieder so ein geiles Ding. Einfach mal direkt neben der Bushaltestelle geguckt. Also hier gibt es auch gar kein Hinweisschild. Ja, echt durch Zufall. Ich freue mich echt irre. Ich hätte jetzt hier stundenlang rumlaufen können. Ja, zum Gedenken an den Erich Zweigert. Den Schöpfer des Stadtwaldes zum Gedächtnis. Finde ich richtig gut.